So, und damit seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Ingolum zu einem, ja, kleinen Silvester-Special, beziehungsweise Neujahrs-Special, je nachdem, ich weiß es nicht, wie das mit dem Upload klappt. Ja, ich möchte jetzt in diesem Video mit euch einmal ein bisschen vorausschauen, ein bisschen einen Blick nach 2022 blicken und da mal ein bisschen gucken, was erwartet euch auf meinem Kanal das nächste Jahr, das kommende Jahr, das eventuell jetzt schon angefangene Jahr, je nachdem, wann ihr das Video seht. Ja, da gibt es natürlich einige alte Projekte, die natürlich nicht ganz beendet werden konnten im letzten Jahr oder die irgendwie 2021 noch laufen, noch fortgeführt werden müssen. Die werden natürlich 2021 auch noch, 2022 auch noch weiterlaufen. Dann gibt es viele neue Projekte und ja, ich würde mal sagen, fangen wir damit an. Ich habe hier eine kleine Liste bei mir, die so klein ist die gar nicht, die ist nämlich ziemlich groß sogar. Die habe ich mal so sortiert, die fängt an mit Projekten, die garantiert kommen. Also ich habe als erstes meine, von manchen weiß ich schon produziert habe, die sind schon vorproduziert, von anderen, die laufen schon, die laufen gerade, da kommen aktuell Parts von und die müssen dann noch fortgesetzt werden. Und dann kommen wir später zu den Projekten, wo es so ein bisschen, je später die Liste, desto, naja, und am Ende kommen so die Projekte, wo ich sage, vielleicht, aber wahrscheinlich nicht. So, die letzten Projekte sind dann so sehr vage. Also, ihr habt verstanden, was ich sagen will. Gut, dann fangen wir damit an. Jedes Jahr, das ist mittlerweile zur Tradition auf meinem Kanal geworden auf YouTube, dass jedes neue Jahr, da hat sich irgendwie so ein Aberglaube entwickelt, auch bei mir, dass ich jedes Jahr mit einem neuen Projekt beginne. Das ist also der 1.1.2022, 14 Uhr, ist immer der erste Part eines neuen Projektes. Das ist sozusagen in das Jahr reinstarte mit einem neuen, dass am 1.1., dass am Neujahr nichts Altes kommt, sondern dass dort das erste Video im neuen Jahr, so das erste regelmäßiges, reguläre Let's Play-Video ein neues Projekt ist. Und da haben wir dieses Jahr, ich sag nur ganz kurz mal Spoiler an alle, die sich nicht spoilern lassen wollen, die sich überraschen lassen wollen, einfach sehen wollen, was einfach auf sich zukommen lassen, schalten jetzt an dieser Stelle ab. Ich würde euch nämlich jetzt enorm spoilern. Einiges ist schon garantiert, deswegen, also alles, was ich jetzt erzähle, auf eigene Verantwortung. Ja, ich spoilere euch jetzt. Das erste Projekt des Jahres 2022 ist bei mir auf dem Kanal Das schwarze Auge Satinavs Captain, das Let's Play, fängt am 1.1.2022 an mit dem ersten Part. Das Let's Play habe ich schon, das habe ich live auf Twitch gestreamt und abgeschlossen. Das ist zu Ende, ich muss es nur noch hochladen. Also, das kommt garantiert. Das kommt ab 1.1. und wird dann die Monate, die Tage dann, wie es so bei mir ist, auf dem Kanal laufen. Das zweite Projekt haben wir dann, das ist eine Fortsetzung aus dem letzten Jahr, aus 2021. Das heißt Minecraft Arno. Das ist hoffentlich nicht die letzte, die aktuellste, das würde ich sagen, die aktuellste Staffel, die Staffel 2. Da werden euch Anfang des Jahres noch, so im Januar werden euch da noch ein paar Parts erwarten, bis Folge 100 geht das Projekt. Dann, wenn wir ab Folge 100 wird das Projekt abgeschlossen sein. Und die letzten Parts werden dann so, wenn ich jetzt hier richtig gucke, jetzt habe ich gerade die Kontrolle verloren.
ab Folge, so ab Folge 93, so die 90er Parts, so die letzten 10 Parts werden euch dann erwarten im neuen Jahr. Meine Stimme schwächelt jetzt schon, das ist schlecht. Und parallel zu Minecraft Arnor läuft gerade aktuell auf dem Kanal und wird 2021 auch noch 2022. Die Jahre muss ich erstmal noch hinkriegen. Den Jahreswechsel, bis ich das mal drin habe. Dauert es noch eine Weile. Lego der Herr der Ringe, das wird 2022 im nächsten Jahr auch noch weiterlaufen. Da gibt es noch einige freie Spielparts. Bei Lego Herr der Ringe habe ich mir das freie Spiel mal gönnt und da wird es auch noch weitergehen. Pokémon Strahlender Diamant ist natürlich ein Projekt, das haben wir jetzt Ende des Jahres angefangen, nur bruchstückhaft die ersten paar Parts davon. Das wird noch weit nach 2022 reinreichen. Das konnten wir jetzt dieses Jahr nur anfangen, bruchstückhaft anfangen. Das wird hauptsächlich ein 2022er Projekt. Unser aktuelles Pokémon-Projekt. Dann haben wir Tree Out of 10. Ein Projekt, was hauptsächlich 2021 lief. Das wird jetzt Anfang des Jahres noch seine letzten Parts kriegen. Das hat es auch noch mit rüber geschafft. Ja, da haben wir noch die typischen Netztests. Da gibt es ein, zwei Netztests, die ich schon vorproduziert habe für das nächste Jahr. Und es wird noch einige geben, die ich nicht vorproduziert habe, die ich dann. Die Let's Tests werden auch noch weiter. Es wird auch neue Let's Tests geben im kommenden Jahr auf diesem Kanal. Dann haben wir Super Mario Odyssey, ein Switch-Game, was ich glaube ich, das ist glaube ich schon fast ein Jahr her. Das habe ich, vielleicht ist das sogar, ich bin mir gar nicht sicher, ob das sogar noch von 2020 stammt. Ich habe es auf jeden Fall lange Zeit auf meinem Kanal pausiert. Da an der Stelle mal New Pokémon Snap, da braucht euch, glaube ich, keine Hoffnung mehr zu machen. Da sage ich jetzt mal, das ist wahrscheinlich abgeschlossen, abgebrochen. Da wird nicht mehr viel kommen. Pokémon Mystery Dungeon Team Himmel habe ich schon beerdigt. Das habe ich schon abgeschlossen. Da kam man nicht weiter. Super Mario Odyssey und Super Mario 3D World wird definitiv nächstes Jahr noch weitergehen im neuen Jahr. Da werde ich dann neue Sachen produzieren. Das habe ich mir fest vorgenommen. Ich werde mal schauen, Mario Odyssey und 3D World runterzubringen. Vielleicht, ich sage es hier mal trotzdem, ich bin mir noch unsicher, das Zelda-Spiel, was wir gerade haben, Zelda Link's Awakening Remake, das ist auch eins der pausierten, eingefrorenen Switch-Games. Vielleicht Mitte, Ende des Jahres mal schauen. Momentan habe ich da nicht wirklich, es ist ein Zelda-Projekt, was von Anfang an auf meinem Kanal verdammt war, zu scheitern. Das war Zelda-Projekt auf meinem Kanal. Wird wahrscheinlich, ich sag's dir nur mal, weil es sein könnte. Ich bin auch im Überlegen. Also, eigentlich gehört das weiter runter, aber ich sag's hier mal an der Stelle, weil Odyssey und 3D World dran war. Dann kommen wir zu den Streaming-Projekten, die wir. Ich scroll hier auch mal ein bisschen bei meinen Uploads, bei meinen vorproduzierten Videos. Dann kommen wir zu den ganzen Streaming-Projekten. An dieser Stelle mal. Kleine Werbung für meinen Twitch-Kanal. Schaut auf Twitch vorbei, da streame ich regelmäßig live. Also manchmal, also fünf bis viermal die Woche streame ich dort auf Twitch live. Und da kommen die ganzen Streaming-Projekte, die ihr jetzt seht, die habe ich schon von einer ganzen Weile lang gestreamt. Also wenn ihr wirklich direkt dabei sein könnt, da könnt ihr live mitchatten, könnt damit Teil des Let's Plays werden. Wenn ihr euch dort aktiv im Chat einbringt, müsst ihr nur ein Follow da lassen. Ihr könnt auch zuschauen, ohne im Chat dabei zu sein. Da müsst ihr kein Follow da lassen. Braucht auch keinen Account für. Ihr könnt einfach
könnt einfach auf twitch.tv/zwergenfürstlp mit UE wird es geschrieben und zusammen zwergenfürstlp einfach darauf gehen. twitch.tv/zwergenfürstlp, ich sag's nochmal. Und da dann. Ansonsten müsst ihr warten auf YouTube. Das sind mittlerweile liegen zwischen den Releases auf YouTube, bis ich das auf YouTube in Parts hochlade. Grob ein Jahr. Also das ist, kann wirklich sein, dass ihr das ein Jahr lang drauf warten müsst, bis das auf YouTube kommt. Also wenn ihr live dabei sein wollt und das direkt erleben wollt, wie ich das spiele. twitch.tv/zwergenfürstlp. Ja, da kommen die ganzen Streaming-Projekte jetzt, die ich Anfang 2020 mal produziert habe. The First Tree haben wir da. Ein sehr schönes kleines Indie-Game. Kann ich nur sehr empfehlen. Wirklich so ein kleines atmosphärisches Indie-Game. Wenig Story, aber wirklich sehr wundervolle Grafik, wundervolles Feeling und wirklich da, also es wirklich so ein bisschen, hat nicht viele Parts, ist so ein bisschen Landschaft viel. Da spielt man einen kleinen Fuchs, der durch die Landschaften rennt und sein Ziel erreichen muss. Dann haben wir The Whispered World als nächstes im Anschluss, also das mache ich dann immer im Anschluss, wenn das ein Projekt vorbei ist, kommt das nächste. Da haben wir The Whispered World. Und dann mit dem kleinen Clone Sadwick. Mit dem Sadwick-Clone. Ja, auch ein wirklich beeindruckendes Abenteuer von Deadlake Entertainment. Könnt ihr mal reingucken. Haben wir gleich am Anfang des Jahres zwei Projekte von Deadlake Entertainment. Einmal Satinavs Ketten und einmal The Whispered World. Da gibt es einige Überschneidungen. ihr werdet mich im Let's Play zu Schwarze Auge Satinavs Ketten öfters sagen hören. The Whispered World, das erinnert mich hier sehr an The Whispered World. Also das sind die Klassiker von Daedalic. Also wirklich kann man sich mal geben. Dann läuft noch Life is Strange, sehe ich hier gerade, Life is Strange läuft noch weiter, der erste Teil. Es wird noch am Anfang des Jahres weitergehen. Steht jetzt hier nicht in meiner Liste, aber das wird laufen am Anfang des Jahres. Life is Strange kriegt noch einige Parts von der Menge. Und dann haben wir als Anschlussprojekt an The Whispered World ein wirklich großartig, es sind eigentlich alle großartig, die Spiele, die ich, also ohne zu viel, also ich, ja, will ich natürlich Werbung machen für meine Projekte, aber es ist halt wirklich, also und das weiß ich sogar, dass das war dieses Jahr im Juni, im Pride Month 2021 habe ich, da gab es das gratis, da habe ich das gespielt, live im Stream, da haben wir gespielt Tell Me Why, ein wirklich fantastisch, also gerade für Life is Strange Fans, die sollten da mal auch reinschauen, die sollten sich Tell Me Why angucken. Das ist wirklich großartig. Da freue ich mich sehr drauf. Vielleicht werde ich ja meine eigenen Videos mal gucken. Also es gibt so manche Projekte, da freue ich mich selbst drauf, das zu sehen, dass das mal online kommt. Ich gucke auch so regelmäßig mal meine eigenen Videos rein, um mal einfach so die Qualitätskontrolle zu haben. Ab und zu mal so stichprobenartig gucke ich mal meine eigenen Videos, ob ich mir das noch geben kann. Das ist, weil ich kann euch ja nichts anbieten, was ich nicht selbst gucken würde. Das ist natürlich da. Ich gucke nicht jedes meiner Videos. Die Zeit habe ich auch gar nicht. Es ist negativ Werbung für mich, aber ja, ich muss noch produzieren, das ist aber, ich verstehe deswegen, habe ich keine Zeit, ich muss da hier, ihr versteht, ihr habt hoffentlich Zeit und Lust. Ja, dann Tell Me Why, wirklich großartig, kann ich nur empfehlen. Nach Tell Me Why, als Nachfolgeprojekt The Pillars of Earth, ich bin hier nur am Schwärmen,
Es ist aber so, haben wir gleich am Anfang des Jahres hier wirklich. Jetzt sind wir schon im Herz hier, also The Pillars of Earth, das Let's Play. Auch in Danelic Game, The Pillars of Earth, die Säulen der Erde. Habe ich wirklich geliebt, das Spiel, als ich das gespielt habe. Das ist wirklich ein. Was ist also. The Pillars of Earth. Ich habe, glaube ich, im Podcast viel darüber geredet, auch auf dem Kanal, vielleicht in dem einen oder anderen Projekt kommt es, wird es auch einmal erwähnt. Habe dann die Filme dazu geguckt, dann habe ich das Buch, habe ich bei mir auch noch lesen, was man liegen, was man lesen muss. Großartige Story. Ja, die Säulen der Erde waren wir jetzt. Da sind wir schon im März mit den Projekten. Dann haben wir hier. Ja, Life is Strange geht noch weiter. Ein bisschen im März rein wird es noch gehen. Life is Strange. Dann haben wir als Nachfolgeprojekt zu Die Säulen der Erde auch ein Retro-Projekt, ein großartiges Retro-Projekt. Da spielen wir dann den ersten Teil von Monkey Island. The Secret of. Wie ist das? Ja, The Secret of Monkey Island. Den ersten Teil. Kommt dann auf meinem Kanal auch eine Stream-Aufzeichnung des Parts. Ja, einfach weil es Klassiker ist. Muss man zu Monkey Island noch was sagen. Der erste Teil der Reihe. Legende. Und dann im Anschluss direkt, also dann haben wir hier das Ende von Life is Strange 1 und nicht direkt, aber dann auch bald danach sind wir schon ab. Im Mai, dann im Mai, Anfang Mai kommt dann im Anschluss, also als Nachfolge zu Life is Strange 1, spielen wir das Prequel dazu, Life is Strange Before the Storm. Das werde ich auch auf, das ist auch schon vorproduziert, das wird auch auf meinem Kanal kommen im Mai. Ich habe sehr viel vorproduziert, ja, seht ihr hier. Na, so viel nicht. Die 18 Uhr Parts, das sind halt die ganzen Stream-Aufzeichnungen. Falls ich es noch nicht gesagt habe, habe ich wahrscheinlich noch nicht. Bei mir auf dem Kanal kommen 18 Uhr mal die ganzen Stream-Aufzeichnungsprojekte. Das ist das, wovon ich hier gerade die ganze Zeit rede. Von Tell Me Why, The Whispered Word, The First Tree, Pillars of Earth, Secret of Monkey Island. Und dann kommen um 14 Uhr kommen dann immer sowas wie Strahlender Diamant. Minecraft kam 18 Uhr, Satinas Ketten kommt um 14 Uhr, Life is Strange kommt um 14 Uhr, als die anderen Projekte. Da haben wir Lego der Hobbit, nach Lego der Herr der Ringe, das ist jetzt auch Lego der Hobbit, dann 2022. Silence, The Whispered World 2, The Fort, erinnert euch, The Whispered World wird Anfang 2021 kommen. 2022, ja, die Umgewöhnung. Das wird noch ein Jahr dauern. Dann ist das Jahr 2020 wieder, 22 wieder vorbei und dann habe ich mich daran gewöhnt und dann schon das nächste Jahr da. Man kennt's. Man kennt's. So, The Whispered World 2 Silence, auch genannt. Wundervolle Grafik. Und dann kommt eine echte Legende. Die leider nicht sehr viel Parts bekommen hat, wo ich halt wirklich, wo ich dann, ja, da war ich zu schlecht für, da bin ich nicht mehr weitergekommen. Ab Part 13, glaube ich, ja, der böse Part 13, aber glaube Zahl, die böse Zahl, Undertale, das kommt dann im Juli, wenn ich das richtig, ja, im Juli, im Sommer kommt dann bei mir Undertale, da könnte ich drauf freuen. Ein paar Parts Undertale. Hatte ich auch Spaß dran, bis es nicht mehr weiterging. Ja. Kann man sich aber auch anschauen. Dann haben wir. A Plague Tale. Sehe ich jetzt hier, das ist auf meiner Liste. Ja, Life is Strange Before the Storm. Da haben wir Lego The Hobbit, The Whispered World 2, Undertale. Jetzt haben wir A Plague Tale, Innocence. Ich weiß, ich sag das jetzt hier wirklich so oft, aber Plague Tale Innocence. Da kommt nichts, da kommen wir später noch dazu, da kommt auch eine Nachfolge noch dazu raus.
den ich auf Twitch ganz gerne streamen würde dieses Jahr. A Plague Tale: Innocence ist wirklich ein Indie-Game. Es ist so gut, dass es das, da fällt kaum mehr auf, dass das könnte auch ein AAA-Titel sein. Sein wirklich. Dieses Spiel, A Plague Tale: Innocence, ich habe einige sehr tolle Spiele gespielt on Stream. Also nur mal die Empfehlung, schaut auf Twitch vorbei. Das wirklich läuft so großartige Sachen, stream ich dort auf Twitch. Dass ihr das verpasst, das ist wirklich. Das würde ich nicht verpassen wollen. Ihr seht es dann viel später auf YouTube erst, da müsst ihr lange drauf warten. A Plague Tale: Innocence habe ich gespielt, kommt dann erst gegen Ende des Jahres im Spätsommer. Dann A Plague Tale: Innocence. Da müsst ihr auch noch eine Weile warten, bis das auf YouTube kommt. Ja, hat vieles richtig gemacht, was also stellt auch so einige das eine so das ein oder andere AAA-Titel in den Schatten. Ist halt wirklich, ich will nicht zu viel verraten für die, die es noch nicht gesehen haben, aber ein sehr schönes Mittelalterspiel. Also da können sich einige Spieler eine Scheibe von abschneiden. Und dann haben wir direkt Monkey Island, den zweiten Teil. LeChuck's Revenge heißt der. Korrekt ausgeschrieben, weil es das Remake ist. Es ist ein Remake, Remaster oder so. Monkey Island 2 Special Edition LeChuck's Revenge, ein langer Titel. Das wird dann auch, ja, Ende des Jahres kommen. Haben wir The Lion Song, haben wir noch. Schönes kleines Text-Adventure Indie-Game. Es war fast eine Buchvorlesung, die ich dann gemacht habe. Das war sehr viel Lesen. Ein Text-Adventure. Ja, dann. Da haben wir ein Horror-Game, so Richtung Oktober, September. Das ist. Kommt dann Among the Sleep. Ein kleines Horror-Game. So in den Herbstmonaten kann man auch in so ein Horrorprojekt bringen. Among the Sleep. Ja, nicht wirklich gruselig, so ein bisschen atmosphärisch, aber so ein bisschen Kribbelhorror. Dann haben wir Pine, ein Projekt. Das ist das erste Projekt, wo ich sagen muss, das war nicht wirklich ein Herzensprojekt, aber ist auch schön geworden, kann man sich auch geben. Ja, es ist, man merkt irgendwann dann, dass ich da nicht mehr viel Bock drin gehabt habe. So eins der, es war ein Open World Game und ich bin für Open World Games nicht so geschaffen und das habe ich dann auch irgendwann. Ja. Wenn ich mich richtig dran erinnere, 23 Parts davon gibt es dann Ende des Jahres. Und dann kommen wir schon langsam so ans Ende des Jahres. Da haben wir dann schon, haben wir noch Saints Row. Ein Projekt, was aktuell noch live auf Twitch läuft. Läuft noch live. Und dann, wenn ihr das Video hier seht, ist noch ein aktuelles Projekt auf dem Twitch-Channel. Saints Row The Third Remastered. Etwas lustiges Spiel. Habe ich mit Molly auch teilweise zusammengespielt. Und das ist so, das wird dann auch so, das wird so Ende des Jahres, das vielleicht kommt, das ist auch eher so ein Projekt, das kommt dann auch so, das ist dann fast schon 2023, das ist dann schon fast Foreshadowing auf 2023. Das wird sich Ende November, Anfang Dezember abspielen, ist noch eine Weile hin. Dann machen wir mal einen ganz schönen Satz zurück. Ich war jetzt hier schon im Dezember 2022. Im Dezember 2022. Dann kommt auch noch mal ein Adventskalender. Das ist dann, ja, bis dahin. Der Adventskalender ist natürlich noch nicht produziert. Das ist, ja, ich bin, ist es, wenn ich das hier aufnehme, machen wir das. Ich nehme das hier ein paar Tage vorher auf. Wir haben gerade Adventskalender 2021, das ist. Also, ja, damit sind wir gerade mit durch fast.
Gut, so viel dazu. Ein großer Schritt zurück. Jetzt kommen wir zu den Projekten, wo es schon ein bisschen vager wird. Weiß nicht, wie man das sagt. Haben wir It Takes Two, wo wir gerade dabei waren, mit Modi gemeinsam gespielt. Das ist ein Projekt, was ich mit Modi komplett gemeinsam spiele. Das ist eigentlich ein Spiel, was nach 2021 gehört, aber das haben wir jetzt erst angefangen und spielen das. Das läuft auch gerade live auf Twitch. Wenn das seht. It Takes Two mit Modi macht großartig Spaß. Die ersten Streams haben wir dazu schon gemacht. Das ist wirklich ein tolles Spiel. Macht super Bock, das mit Modi gemeinsam zu spielen. Das werde ich dann auch die Monate dann ab Februar irgendwann dann so, werde ich das dann einstreuen, wenn ich Platz finde. Hoffentlich. Ja, einiges schon vorproduziert. Dann habe ich eine großartige Neuigkeit für euch. Das wird vielleicht, so, das hat Potenzial, ein Highlight zu werden. Das könnte ein Highlight-Projekt für 2022 schon sein. Predikte ich jetzt schon mal voraus. Es geht nämlich um nichts Geringeres als um Pen and Paper. Das war schon seit. Das planen wir jetzt schon. Wir haben jetzt. Wann haben wir angefangen mit Modi? Sitzt da jetzt schon seit ein, zwei Wochen? Sitzt da jetzt schon, also gerade so die. Wenn das hört, jetzt schon seit vielleicht einem knappen Monat schon so dran. Ich habe da großartig Bock drauf. Also ich hab jetzt die wundervolle Welt von Pen and Paper kennengelernt. Und wir sind gerade wirklich, also in der heißen Phase, wir bereiten da was vor und wir bereiten das erste Abenteuer on Stream, live auf Twitch, Pen and Paper vor. Das wird dann irgendwann auch auf YouTube landen, auf Stream-Aufzeichnungen. Aber auf Twitch eine großartige Empfehlung. Schaut es euch live an. Es ist eine Live-Show geplant. Da werden wir Pen and Paper spielen. Stundenlang. Der Charakter und Story stehen schon. Also Modi wird unser Spielleiter sein. Ich frage euch noch nicht, wer mit dabei sein wird. Da sind großartige Mitspieler mit dabei. Ich muss zu Ende kommen. Meine Stimme ist versagt langsam. Ich habe noch einiges zu sagen. Also Pen and Paper und dann hoffentlich auch mehrere Abenteuer noch weiter. Also ich habe Bock drauf, wir haben alle Bock drauf. Vier Spieler sind wir mit mir. Ich bin einer der Spieler. Ich will das Ganze streamen online. Wir haben dann einen Weg gefunden, Pen and Paper online zu spielen. Nicht so wie ihr es gewohnt seid mit Übertragung von da sitzen vier Leute am Tisch, also vier plus Spielleiter. Nicht so wie ihr es von den Rocket Beans kennt, kann man es mal sagen. Sind ja die bekanntesten Pen and Paper Spieler auf YouTube und auf Twitch. Und von Gronkh, der Gronkh hat es jetzt auch das letzte Jahr gespielt. Nein, wir haben uns das nicht von Rocket Beans und Pen and Paper, nicht von Rocket Beans und Gronkh abgeguckt. Das dürfen wir auch. Das ist nicht geklaut. Tja. Wie die Welt von Pen and Paper wird sich öffnen und da wird noch viel möglich sein. Eventuell irgendwann mal noch andere Abenteuer. Fangen wir erstmal mit dem einen an und wird erstmal ein One-Shot-Abenteuer werden, das erste Projekt. Dann das werden wir dann auch irgendwann Anfang des Jahres planen. Da steht noch kein Termin. Sobald ein fester Termin feststeht, sage ich euch natürlich Bescheid, wenn ihr das auf Twitch als erstes mitkriegen. Twitter, Discord. Schaut mal auf Twitter und Discord vorbei. Da benachrichtige ich euch als erstes. Auf YouTube werdet ihr es dann, glaube ich, erst mitkriegen, wenn die Stream-Aufzeichnungen hochkommen. Also schaut auf Twitch vorbei. Vielleicht werde ich mal ein paar Trailer auf YouTube hochladen, mal schauen. Also Twitter und Discord sind eure Stellen, wo ihr dann da müsst, wenn ihr da News haben wollt. Folgt mir auf Twitter, kommt auf den Discord-Server, da werdet ihr sofort benachrichtigt, wenn da was Neues da ist. Dann haben wir das Schwarze Auge Memoria, Nachfolger
Projekt zu Satnavsketten habe ich vor zu spielen, ist noch nichts produziert. Wenn ich dann kommt eventuell auch auf Twitch, dann ist es vielleicht auch ein. Es ist ein Twitch-Projekt und das Spiel. Das kommt dann auch irgendwann. Wird sehen. Und dann den letzten Teil, der mir noch fehlt. Den Monkey Island 3 Teil, den haben wir, ich weiß nicht, wie der hieß, wer der Titel war, den haben wir schon, ich glaube, 2020 gespielt. Und jetzt den letzten Teil, Escape from Monkey Island, den Teil 4, den werden wir dann, ich denke, ist sehr wahrscheinlich, werde ich da auch irgendwann auf Twitch streamen. Ja, vielleicht ist es wahrscheinlich dann auf YouTube. Auf Twitch definitiv noch 2022. Auf YouTube könnt es euch vielleicht erst 2000. Das werde ich vielleicht hinten an Saints Row ranpacken. Dann kommt es erst im Januar. Im Januar oder Februar 23. Ja, es ist, da seht ihr, das ist da habt ihr also. Es ist es klarer Vorteil, mir auf Twitch zu folgen. Dann seht ihr hier, dann müsst ihr nicht so lange warten, bis ihr Monkey Island sehen müsst, könnt. Da haben wir noch A New Beginning, auch ein Spiel. Ich glaube auch von Deadlake Entertainment, was ich spielen werde. Dann haben wir noch, dann war The Dark Side Detective. Sekunde, das waren The Dark Side Detective. Da habe ich auch noch zwei Stream-Aufzeichnungen von, die ich dann auch noch hochladen werde irgendwann im neuen Jahr vom ersten Teil. Und dann haben wir noch irgendwie den zweiten oder dritten Teil davon, ich glaube den zweiten war es, The Dark Side Detective, A Fumble in the Dark. Darum geht's. Das würde ich dann auch. Das, ich denke, das könnte auch passieren, dass wir das mal streamen. Ja. Gut, wo waren wir? Dark Side Detective. Da sind wir jetzt schon bei den Sachen. Wird schon ein bisschen mehr vielleicht. Das ist Anna's Quest. Das ist ein Projekt, das hatte ich eigentlich schon 2021 eingeplant. Wollte schon 2021 auf Twitch streamen. Schiebt sich immer mehr weiter nach hinten, weil neue Sachen dazwischen kommen, die interessanter sind. Ist so ein Spiel. Maybe 2022. Ist halt so eine Sache, ich hätte Bock drauf, aber wenn dann ein interessanteres dazwischen kommt, dann es gibt natürlich auch Projekte, die ich euch jetzt hier nicht ansage, die dann vielleicht dann wird spontan das Spiel angekündigt, was released wird, was dann spielen werden. Das ist natürlich auch da. Sind wir schon bei White Shadows, das ist auch ein Spiel, was released wurde jetzt Ende 2021. White Shadows, ein kleines Indie-Game von einem meiner Lieblings Publisher, Mixed Vision. Da haben wir auch schon einiges von denen gespielt. Die machen wirklich großartige Spiele. Far haben wir auch von denen gespielt. A Juggler's Tales von denen, also von den Publishern. Juggler's Tales von Kaleidoscube, von der Firma. Far weiß ich nicht von dem, von wem. Sorry. Minute of Islands ist von denen. Was haben wir noch von denen gespielt? Wenn es mir wieder einfällt. Ja, da haben wir jetzt White Shadows. Und Suzerain habe ich hier noch draufstehen. Aber das, ja, der Politik-Simulator. Schauen wir mal. Das ist so ein Schauen wir mal. Auch bei White Shadows sage ich mal, schauen wir mal. Das ist da, ist so ein Ding. Das jetzt mit Vorsicht genießen, was ich jetzt sage. Das ist jetzt noch keine Garantie drauf. Freut ihr noch nicht so sehr dafür. Kann auch noch verschoben werden bis in die Unendlichkeit. Dann haben wir hier Projekte, die ja eigentlich weiter höher gehören in der Liste, weil es kann schon vorkommen. Das sind. Haben wir hier Lego Star Wars Skywalker Saga. Das ist so ein Ding. Das sollte, glaube ich, schon 2019, glaube ich, schon released werden. Das haben sie jetzt immer weiter geschoben. Das heißt, das soll jetzt 2022 rauskommen und released werden. Ich werde es spielen, sobald es da ist.
Mal schauen, wann das released wird. Das ist deswegen hier so ein bisschen vage. Life is Strange 2 haben wir ja auch noch auf der Liste. Passt natürlich dazu, dass wir das dann auch noch spielen werden. Nach Life is Strange und Life is Strange Before the Storm. Hat mir jetzt auch sehr großen Spaß gemacht, die beiden Life is Strange zu spielen. Die beiden Arcadia Bay Spiele. Life is Strange 2 werden wir dann noch spielen. Wahrscheinlich, denke ich, das passt rein. Das wenn ich sag da jetzt noch nichts zu, aber ja. Dann haben wir A Plague Tale Requiem, haben wir schon vorhin drüber geredet, als um den ersten Teil ging, A Plague Tale Innocence. Das soll jetzt auch dieses Jahr released, nächstes Jahr released werden. Kommt auf, wann man das euch anhört, das Video. Zweite Teil zu A Plague Tale. Werde ich 2022 bestimmt auf Twitch streamen. Auf YouTube ist es eher, denke ich, ganz klar, ein 23 Charakter, ein 2023 Projekt, ein Projekt für 2023. Also ein bisschen Foreshadowing für 2023. Folgt mir auf Twitch, dann könnt ihr schon nächstes Jahr sehen. Echt verrückt, wie viele schon auf Twitch hier Twitch-Stream-Projekte. Und dann haben wir hier noch eine Sache, die einige vielleicht freuen wird. Beyond Two Souls habe ich noch draufstehen und Detroit Become Human. Sachen, die, ja. Das sind zwei Spiele, die ich noch nicht gekauft habe, aber die stehen bei mir auf der Wishlist, auf der Steam Wishlist schon seit gefühlten Jahrhunderten. Und das werde ich dann. Vielleicht, es kommt, es steht bei, es ist bei mir im Hinterkopf, es ist bei mir. Ich habe es mir notiert, es ist vielleicht. Das ist wirklich sehr vielleicht. Das ist, weiß ich noch nicht. Und jetzt auch, It Takes Two kommt garantiert, das hatten wir schon. Das produziere ich gerade mit Modi gemeinsam, live auf Twitch. Und von derselben Spielefirma wie It Takes Two haben wir noch A Way Out, das Gefängnisausbruchspiel. Im Koop-Game habe ich mit Mordi schon drüber geredet. Sind schon so, also der Wunsch ist da. Soll es mal spielen. Könnte was für Sommer, Herbst 2022 werden. Auf Twitch dann wahrscheinlich. Dann haben wir noch Clio, A Pirate's Tale, was jetzt Ende 21 released wurde noch. Ja, habe ich Bock drauf, könnte man auch irgendwann mal spielen. Dann habe ich hier, da müssen wir aber fette Klammer drum machen, in Klammern setzen, um Minecraft Arena Staffel 3. Noch ein bisschen Minecraft-Stream dann. Da ist noch absolut nichts, also. Minecraft Arno Staffel 2 ist gerade erst, läuft gerade erst noch aus. Es ist. Ja, vielleicht Ende 2022. Schauen wir mal. So in den Herbstmonaten Richtung Winter. Dann vielleicht haben wir dann wieder Bock auf Minecraft. Maybe. Der weiß noch, es steht noch gar nichts dazu. Es ist noch, steht, ich werfe jetzt nur mal das Wort Minecraft Arno Staffel 3 in den Raum. Da also gibt es noch absolut gar keine Pläne für, da gibt es noch absolut nichts für. Es genießt es mit Vorsicht. Und dann haben wir Kirby Star Allies, ein Nintendo Switch-Projekt, wo ich auch sagen muss, ja, vielleicht. Habe ich in meinem Regal, das sind halt Projekte, die habe ich in meinem Hin habe ich im Hinterkopf, habe ich im Regal stehen, könnte mal kommen, weiß nicht. Und dann haben wir hier ein Projekt, was ich wirklich sehr gerne spielen würde, das heißt Hogwarts Legacy. Da habe ich so ein bisschen, da sind so, da spielt bei mir so der Release-Datum so ein bisschen. Natürlich kann es auch sein, dass es zu einem unpassenden Zeitpunkt rauskommt, dann. Dann werde ich es später spielen, dann werde ich es nicht zu Release spielen. Muss natürlich auch gucken, wie das in meine Projekte passt. Aber bei Hogwarts Legacy
da ist jetzt noch die große Angst, dass das Spiel eventuell vielleicht doch irgendwie eingestampft wird oder irgendwie von noch verzögert wird auf spätere Jahre oder so. Das, weil hier gibt es gerade so, ja, ihr kennt Twitter und so, das Twitter jetzt gerade ein bisschen, da gibt es große Shitstorms drum, wegen J.K. Rowling, die sich hier wieder, die ein bisschen rassistisch und sexistisch, also dem, ja, J.K. Rowling ein bisschen Scheiße benimmt, muss man auch wirklich sagen. Dann gibt es wieder ein paar Leute, die nicht zwischen Werk und Autor trennen können. Das ist dann da nicht. War ich selbst ein bisschen blöd und da habe ich auf Twitter da ein bisschen mit eingemischt. Das hatte ich auch mal ein bisschen Beef mit. Ein bisschen da meine Meinung dazu. Das ist, ja. Viel Spaß beim Shitstorm, könnt ihr mich gerne mit überziehen. Ich weiß auch nicht, das ist meine Meinung davon ist, dass ich einfach, seid bitte freundlich, wenn ihr das anders seht. Kann ich immer nur sagen, freundlich bleiben, bitte. Ich sehe das einfach so, dass man einfach, also ich sag mal, ich muss mich davon nicht distanzieren, da gibt's nichts zu distanzieren, da ist schon so viel Distanz dazwischen, das ist natürlich, ist dann, natürlich distanziere ich mich von jedem Rechtsextremismus und Sexismus, aber das ist so selbstverständlich. Ich denke, das ist von mir, das ist, da muss ich mich nicht mehr öffentlich für distanzieren, das ist eigentlich, müsste eigentlich jedem klar sein, dass ich dafür, das bin, gehe ich davon aus, dass jedem klar ist, dass ich mich davon distanziere. Ich distanziere mich von J.K. Rowling und ihren Aussagen. Die hat in der Zeit ziemlich viel Blödsinn gemacht, aber ich distanziere mich nicht von. Ich kann zwischen Autor und Spiel. Also das Spiel hat, glaube ich, da ist, glaube ich, J.K. Rowling nicht mal mehr mit dabei. Das ist. Die hat da, glaube ich, nicht viel zu sagen gehabt dabei. Das ist nicht meine. Ich gucke auch noch Harry Potter Filme. Ich werde Fantastische Tierwesen, der dritte Teil, der kommt jetzt nächstes Jahr in die Kinos. Den werde ich mir auch mit Freude angucken. Es ist einfach. Ich weiß nicht, warum man jetzt das Franchise boykottieren sollte. Ich finde es auch scheiße, wenn Leute versuchen, dass Leute ein kleines Statement machen. Sorry, dass ich jetzt hier wieder rante hier. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ich verstehe es nicht, warum Leute das versuchen, anderen Leuten madig zu machen. Das ist also. Es ist halt. Ich sollte weniger Zeit auf Twitter verbringen. Das ist einfach. Ich weiß nicht. Das ist halt. Habe ich mich auf Twitter darüber aufgeregt, dass da Leute. Dafür Leute boykottiert jetzt Harry Potter, boykottiert jetzt Fantastische Tierwesen, spielt nicht das Spiel Hogwarts Legacy, wenn das rauskommt. Boykott, Boykott, Boykott. Es ist, ja, halte ich für Bullshit. Es ist. Und werde ich auch so halten. Ich werde Harry Potter weitergucken. Ich werde Fantastische Tierwesen. Da bin ich auch mega hyped drauf auf den Fantastische Tierwesen Dumbledore Secrets, Dumbledore Geheimnisse oder wie das übersetzt wird. Freue ich mich großartig drauf und das Spiel. Habe ich auch Bock, das sieht wundervoll aus. Habe ich auch Bock drauf zu spielen. Ja. Könnt ihr gerne anders sehen. Dann haben wir noch Far, den zweiten Teil. Da kommt ein zweiter Teil von raus. Soll rauskommen. Muss dann gucken, weiß nicht, wie ich das spielen kann. Far Changing Tides. Den ersten Teil haben wir schon gespielt auf Twitch wahrscheinlich. Ja, ich glaube, auf Twitch haben wir es gestreamt und auf YouTube veröffentlicht. Habe ich Bock drauf. Turn Away. Das ist ein Spiel von der. Das sind, jetzt kommen die drei Spiele auf die Goldcard-Gewinner von der Gamescom 2021. Turn Away, Fall of Porcupine und Return to Nangrim. Drei großartige Spiele, die ich auf der Gamescom 2021 in der Indie-Ecke, in der Arena Booth Online 2021 entwickelt. Ich habe es natürlich nicht entwickelt. Mieser Versprecher. Ja, muss man mal gucken,
wann das released wird und ja, dazu finde ich. Und dann kommt auch ein großes Highlight dieses Jahr. Hoffentlich wird es, da ist jetzt auch, da wurde jetzt gesagt, dass 2022 kommen soll. Ich bin mir da nicht sicher. The Lord of the Rings Gollum, das Gollum-Spiel von, auch von Derelict Entertainment, das neueste Spiel von Derelict Entertainment, das Gollum-Spiel, habt ihr bestimmt auch viel von gehört. Da bin ich, da bin ich auch mega hyped drauf, das werde ich, dann werde ich mich natürlich draufstürzen und das für ihr spielen. Wahrscheinlich auch live auf Twitch. Dann haben wir hier ein Spiel, auf das wir schon lange warten, seit Anfang 2020, ich glaube, es war schon Anfang Mitte 2020 schon. Das Spiel I Am Jesus Christ. Das ist wirklich ein. Das ist, ja, keine Ahnung. Will ich mit Mordi dann gemeinsam spielen? Das ist einfach. Wir haben es irgendwann mal irgendwo mal in einer dunklen Ecke von Steam entdeckt. Sollte jetzt auch schon 2020, glaube ich, schon released werden, 2021 auch schon. Man lässt auch auf sich warten. Wir waren, Modi und ich waren, wir waren beide begeistert davon. Das ist halt einfach ein Spiel, was sich erlaubt zu. Du stüpfst halt als Hauptcharakter in die. Du spielst Jesus Christus, verbringst Wunder und so weiter. Das ist halt einfach. Das ist halt einfach das Spiel, nachdem ich. Das ist das Let's Play, nachdem ich offiziell exkommuniziert werde von der katholischen Kirche. Wahrscheinlich. Ja, und dann haben wir noch, und dann habe ich als letzten Punkt auf der Liste noch Dead by Daylight stehen. Das ist eine technische Sache, das habe ich irgendwie, hab ich irgendwie noch nicht installiert bekommen. Da gab es irgendwie ein paar technische Probleme. So wollte ich dieses Jahr auch schon streamen. Mal gucken, ob wir es hinbekommen. Also das ist jetzt wirklich als allerletztes, das ist halt. Es ist das Letzte auf der Liste. Ich sagte, das ist das. Am Anfang sind die realistischen, am Ende die unrealistischen Spiele. Das ist jetzt, ja, also I Am Jesus Christ und Dead by Daylight. Vergesst es wahrscheinlich eher. Vergesst es eher. Auch The Lord of the Rings Gollum. Ich würde mich sehr freuen, aber. Vielleicht werden sie es noch ein bisschen. Ich glaube irgendwie, ich glaube nicht so richtig dran, dass es beziehungsweise nächstes Jahr, das 2022 veröffentlichen. Das sieht mir nach noch ein bisschen. Bin da kein Experte, aber vielleicht kann sich das noch ein bisschen verzögern. Gut, ansonsten. Kann da natürlich zwischendurch immer noch was dazwischen kommen, kann Nintendo jetzt noch ein neues Pokémon Remake veröffentlichen und noch ein neues Pokémon 9. Generation raushauen. Glaube ich nicht. Wir hatten jetzt erst 8. Generation. Ist nicht allzu lange her. Irgendwas kommt raus, wo ich Bock drauf habe. Kann das natürlich auch passieren. Irgendein Indie-Game-Studio. Ich sag mal so, Gamescom ist das 2022 sehr wahrscheinlich wieder online. Ich glaube, die Gamescom ist gestorben. Das wird nicht mehr. Das wird nur noch online stattfinden. Das ist scheiß Corona. Das ist halt. Ja. Das Coronavirus wird auch noch uns noch nächstes Jahr. Sorry, dass ich jetzt das Thema jetzt hier am Ende noch einmal mit reinbringe. Es betrifft mich ja. Es tangiert leider auch diesen Kanal irgendwie ein bisschen. Auch mit den Real-Life-Projekten, mit den einige Indie-Entwicklerstudios mussten jetzt wegen Corona in der Pandemie dort dicht machen. Einige Indie, das Traurigste, was ich finde, hier die. Ich weiß, bin mir jetzt nicht ganz sicher, das gefährliches Halbwissen, ob das jetzt wegen der Pandemie war oder ob das generell so war. Aber hier das Studio, was Minecraft Story Mode gemacht hat, das haben sie jetzt dicht gemacht. Da kommt jetzt kein neuer Minecraft Story Mode mehr. Das ist eine Sache, die ich wirklich schade finde. Einige Spiele
Nintendo macht nicht mehr viel, das ist, die haben da ein bisschen, die haben da ein bisschen Flaute. Das ist. Und das, was die rausbringen, ist nicht wirklich interessant für mich. Deswegen steige ich jetzt sehr viel auf PC-Games über. Kommt jetzt sehr viel PC-Games in den letzten Jahren und auch in den nächsten Jahren voraussichtlich. Aber es sind auch tolle Sachen dabei. Ihr habt es gehört, die Sachen, die dran sind. Ja, und Gamescom, das ist. Mache ich immer wieder gern online. Ist auch toll. Schaut auch das. Auch das ist ein Projekt, was nächstes Jahr wieder vorkommen wird. Die üblichen Verdächtigen kommen dann wieder vor. Das ist Halloween Special wird es wieder geben. Ein Adventskalender wird es todsicher wieder geben. Anfang Februar, nee, Ende Februar, 27. Februar, dann wieder YouTube-Jubiläum. 6 Jahre Zwergenfürst-LP. Werden wir auf Twitch wahrscheinlich wieder einen langen Stream machen. Stream-Aufzeichnung kommt dann wieder auf YouTube. Folgt mir auf Twitch. Habe ich oft genug gesagt. Jetzt macht's auch mal wirklich. Ja. Ja, am Ende des Jahres dann Weihnachten, Weihnachtsspecials, Silvester-Specials. Jetzt haben wir erstmal dieses Silvester-Special. Ich freue mich auf 2022. Ist einiges Großartiges geplant. Pen and Paper bin ich. Ich hoffe, dass da was draus wird. Also, es ist viel geplant, wie es in der Umsetzung dann klappt. Also, ich bin da Pen and Paper online. Da sind wir wirklich großartig am Plan. Das Gollum-Spiel, Hogwarts Legacy. Also, das ist jetzt. Gibt viele großartige Spieler. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf das kommende Jahr. Bleibt dran. Schaut mit rein in die Videos. Die kommen auch die Projekte, die vielleicht noch nicht da, die ich selbst noch nicht ahne. Die haben vielleicht noch irgendwie kommt ein neues Spiel raus. Das werde ich dann spielen. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst, was in den kommenden Monaten des neuen Jahres 2022 passieren wird. Und lasst ein Abo da, ja, habe ich schon gesagt. Däumchen, Glocke, Kommentare schreiben, auf Twitch vorbeischauen. Kann man nicht oft genug sagen. Twitter, Instagram, Social Media. Followen, abonnieren und habt vorher noch einen angenehmen Abend wahrscheinlich oder Nacht, nur angenehme Nacht. Erste Nacht wird durchgemacht. Schönen Silvesterabend, also Silvesternacht noch. Guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rüber. Rutscht mir nicht aus. Wir sehen uns drüben wieder im neuen Jahr 2022. Frohes Neues, würde ich sagen. Das wird das letzte Video des Jahres sehr wahrscheinlich sein. Also, frohes Neues. Kommt gut rein. Kommt, grüßt mir in Zukunft, Zwergi. Das war 2021 auf Zwergenfürst.lp. War mir eine Ehre. Und ich gebe ab an 2022er Zwergi. Haut rein. Ciao.